Die Botschaft der Taliban ist klar: Wir sind noch da. Chaos in der Millionenmetropole Kabul. Ich war in meinem Geschäft, als ich Schüsse hörte. Ich sah zwei Männer von einem Auto springen. Dann eröffneten sie das Feuer auf einen Polizisten und töteten ihn. In der Innenstadt verschanzen sich Selbstmordkommandos auf Baustellen, feuern von dort aus auf das Parlament und das Diplomatenviertel. Auch das Gebäude der deutschen Botschaft wird getroffen. Die Mitarbeiter flüchten in Schutzbunker, rechtzeitig genug, niemand wird verletzt. Ein Statement des Taliban-Sprechers macht einmal mehr deutlich, das Land soll nicht zur Ruhe kommen. Wir sind fest entschlossen, so lange zu kämpfen, bis wir die ausländischen Truppen vertrieben haben. Wir werden das Datum unserer Frühlingsoffensive bald bekannt geben. Das war erst der Anfang. Es geht darum, Macht zu demonstrieren, zu beweisen, dass die Taliban weiterhin in der Lage sind, eine koordinierte Angriffsserie durchzuführen. Neben Kabul greifen sie gleichzeitig mehrere Orte im Osten Afghanistans an, zum Beispiel die Stadt Jalalabad. In der Nähe eines NATO-Stützpunktes sprengen sich zwei Selbstmordattentäter in die Luft. Der Hass der Taliban dürfe nicht siegen, sagt Bundesaußenminister Westerwelle und verurteilt die Angriffe scharf. Sie sollen den Frieden und einen Aufbau in Afghanistan behindern. Wir werden aber in unserem Arbeiten, in unserem Eintreten für Aufbau und eine gute Zukunft Afghanistans nicht nachlassen. Wie viele Tote, wie viele Verletzte dieses Mal, das weiß noch niemand genau. Es ist am Abend ruhiger geworden in Afghanistan, aber die Situation noch immer unübersichtlich.